Nee, gut. Was ist das für ein Typ? Was macht ihn als Journalisten aus? Das ist ein cooler Typ und das macht ihn halt auch aus. Das, ich kenne ja schon, also er hat ja bei uns in der Jungle World hat er angefangen, als Praktikant und war schon, er war immer unglaublich motiviert und wenn er sich für irgendein Thema interessiert hat, dann ist er da drin aufgegangen und war immer etwas, immer super motiviert, auch übermotiviert teilweise und ist genau der richtige Typ für einen Journalisten, für einen Reporter, weil er der Sache auf den Grund gehen will, weil er dran bleibt und weil er aber auch nicht das machen will, was alle machen. Das ist ihm halt immer sehr wichtig. Auch in seinem Leben ist ihm das wichtig, aber auch als Journalist ist ihm das wichtig. Und das ist natürlich das Besondere auch an ihm, dass er tatsächlich immer einen Ansatz findet, uns etwas zu erklären, was woanders nicht steht, was andere noch nicht, einen Gedanken, den andere noch nicht in Betracht gezogen haben. Und das kann er gut. Wie beurteilen Sie die Vorwürfe? So haltlos und absurd. Sind ja so haltlos und absurd, dass eigentlich Quatsch ist, darüber überhaupt zu reden, weil es wären, wenn es nicht diese wären, dann wären, hätten sich irgendwas anderes ausgedacht. Das ist ja offensichtlich. Es ist natürlich eine politische Willkür. Das glaube ich, ist auch allen klar. Also, warum Autokorso? Ja, Autokorso. Als wir zusammensaßen am letzten Samstagabend, da haben wir überlegt, was machen wir müssen irgendwas machen. Und da sagte irgendjemand, ey, Dennis würde ein Autokorso machen. Da haben wir gesagt, ja klar, Autokorso. Die sich nicht damit abfinden wollen, was gerade in der Türkei passiert. Und nicht nur hier in Berlin, sondern zeitgleich, das wisst ihr, versammeln sich Menschen in Bielefeld, Bremen, Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Leipzig, München, Wien, Graz, ganz neu und Zürich. Ja, sogar in Köln kommen heute Menschen zusammen, um zu protestieren. Also toll, dass wir so viele sind. Aber wie beschissen, dass wir überhaupt nicht reden müssen. Sie sind auch da. Ist dieser Anlass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin heute mit einer ganz gehörigen Portion Wut im Bauch unterwegs. Wut darauf, dass wir unseren Freund und Kollegen Dennis gestern nicht freigelassen haben. Wut darauf, dass ein Richter sich erdreistet, ihn auf unbestimmte Zeit in den Knast zu stecken. In den Versuchungshaft zu stecken, die in der Türkei bis zu 5 Jahren dauern kann. 5 Jahre! Und warum? Weil Dennis seinen Job als Reporter gemacht hat. Er hat Interviews geführt, recherchiert und Texte geschrieben, geistreich und klar in der Sache, aber gerne auch mit Witz und Ironie. Welch Zumutung für die autoritären Geister, die seiner nun habhaft sind. Was Polizei und Justiz in der Türkei gegen unseren Freund und Kollegen zusammengetragen haben, das ist so hanebüchen wie das, was sie gegen rund 150 weitere Journalistinnen und Journalisten in Stellung bringen, die derzeit in der Türkei in Haft sitzen. Es sind Vorwürfe, die aus einer gebotenen Distanz zu ironischer Kommentierung einladen. Doch es sind Vorwürfe, die Menschen ihrer Freiheit und Stimme berauben, sie klein und mundtot machen sollen. Sie sind nicht lustig. Spätestens seit gestern Abend ist uns das allen klar. Wut verspüre ich auch, weil mich die Frage nicht loslässt, ob die Bundesregierung im Fall Dennis handlungsfähiger wäre, gäbe es nicht diesen unseligen Deal mit der Türkei, der schutzsuchende Menschen davon abhalten soll, die Europäische Union zu erreichen. Was hat unser Außenminister Gabriel gestern gesagt? Die Entscheidung für die weitere Inhaftiere sei, Zitat, zu hart und unangemessen. Gäbe es also eine Entscheidung, die angemessen wäre, weil sie weniger hart ist? Also sagen wir, eine softe Inhaftierung mit Plüschsofa, Flocati und Whirlpool? Nein, gibt es nicht. Die einzig angemessene Entscheidung wäre seine sofortige Freilassung gewesen. Warum sagt Gabriel das nicht klar und deutlich? Okay.
finde, es ist Zeit, dass die Bundesregierung Klartext spricht. Wir fordern Sie auf, den Druck auf die türkische Regierung massiv zu erhöhen, um die sofortige Freilassung von Deniz Yücel zu erreichen. Die Inhaftierung ist ganz offenkundig rechtswidrig und Ausdruck politischer Willkür. Unser Corso war eine ironische Antwort auf eine absurde Situation. Witz und Ironie sind wichtige Verbündete im Kampf gegen autoritäre Zumutungen, wie wir sie gerade in der Türkei erleben. Wir sollten sie uns wirklich nicht nehmen lassen. Das wäre auch in Deniz Sinne. Aber wir sollten ebenso deutlich machen, dass ab heute Schluss mit lustig ist. Unser Freund und Kollege muss freigelassen werden. Sofort. Vielen Dank. Es gibt jetzt noch so etwas Profanes wie Regieanweisungen. Überleitung fällt mir etwas schwer, aber wir können danach unserem Unmut auf den Straßen mit ordentlich lauten Getröt Ausdruck verleihen. Wir fahren also gleich über die Karl-Marx-Straße, Alexanderstraße, über Leipziger Straße, dann Axel-Springer-Straße bei Springer vorbei, bei der Taz vorbei, Kochstraße über die Wilhelmstraße, Leipziger Straße, Ebertstraße, Scheidemannstraße, Paul-Löbe-Allee, Willy-Brandt-Straße, Kronprinzessin-Straße, Otto-von-Bismarck-Allee, Paul-Löbe-Allee, Scheidemannstraße, John-Forster-Dulles-Allee und zum Schluss Haus der Kulturen der Welt. Ertragen müssen, wenn man mit Deniz Corso fährt. Thank you.
drinstehen.